Ab dem 1. August heben von 4 russischen Flughäfen wieder Maschinen mit ausländischen Zielen ab. Allerdings gilt das vorerst nur für Flüge in Richtung Großbritannien, Türkei und der zu Tansania gehörenden Insel Sansibar. Die Verhandlungen mit 30 weiteren Ländern laufen. Der Regierungsankündigung zufolge dürfen die Maschinen von den beiden Moskauer Flughäfen von St. Petersburg und Rostow am Don aus abheben. In Russland gibt es die weltweit viertmeisten Ansteckungen mit dem Coronavirus nach den Vereinigten Staaten, Brasilien und Indien.